GC-Trainer Ciriakos Sforza brauchte sich heute nicht lange Sorgen zu machen. Nach diesem Eckball von Fälscher eröffnete Vajori bereits in der 16. Minute das Score. Zweitligist Tös hielt allerdings dagegen, so gut es ging. Solomon gelang hier ein sehenswerter Abschluss. Doch wenig später erhöhte wieder Vajori auf 2:0 und hier fiel durch Adili in der 25. Minute bereits das 3:0. Der 17-Jährige war heute bei GC einer der Besten. Tös-Goli Bruno Maili brillierte dafür bei diesem Hajrović-Freistoß. Diese Parade müssen wir ganz einfach noch einmal sehen. Die GC-Überlegenheit blieb eklatant. Von den zahlreichen Pfosten- und Lattenschüssen sei nur dieser hier gezeigt, weil anschließend Freuler zum 5:0 Pausenstand traf. Auch Tös-Trainer D'Aversa musste die klaren Verhältnisse anerkennen. In der zweiten Halbzeit gelang Hajrović ein klassischer Hattrick. Hier sehen wir das 8:0 in der 78. Minute. Der Treffer nochmals aus Sicht des Tores. Die Träume der Amateure wuchsen heute also nicht in den Himmel. Tokos 9:0 ebenfalls aus Torsicht. Die Tösumer Spieler unterdessen ziemlich erschöpft und erledigt. Das Spiel endete schließlich schön symmetrisch mit 10:0, Halbzeit 5:0. Den letzten GC-Treffer brachte hier super, ohne große Gegenwehr unter. Der FC Tös kassierte zwar ein Stängeli, ein Erlebnis war es für die Spieler vor 2500 Zuschauern aber allemal.